Wenn man übrigens den Client hier bei Clash of Clans auf Deutsch stellt, dann verpasst man viel bei Clash of Clans. Und damit erstmal willkommen zu einer Folge vom gleichnamigen Spiel Clash of Clans. Ja, mir ist mal wieder aufgefallen, dass wenn man auf Deutsch stellt oder den Client überhaupt mal auf eine andere Sprache stellt, dann sind die verschiedenen Kacheln hier oben, beziehungsweise bei News, schnell mal Herzchen machen. Und bei den Ereignissen etc., die Ereignisse sind eigentlich immer die gleichen, aber Community ist schon mal anders. Ne, beste Basis, alles von Noobs hier und von Mr. Mobile Fanboy. Ich weiß gar nicht, warum andere da gar nichts reinposten. Und auch die E-Sports-Kachel ist ein bisschen anders. Wenn man den Client nämlich auf Englisch stellt, werdet ihr feststellen, dass es noch einen neuen Qualifier gibt. Also nicht jetzt für die Weltmeisterschaft, sondern für ein Rathaus 13 Turnier. Ein Rathaus 13 Turnier, also ein Push-Race. Und das Server war gerade abgeschlossen. Das gab es sogar noch in den deutschen News unter der E-Sports-Kachel. Also Rathaus 12 ist durch, jetzt folgt Rathaus 13, 14 dann im Oktober bis November und 15 November bis Dezember. Und es gibt dort einiges, beziehungsweise eigentlich gar nicht zu beachten. Ihr könnt euch einfach anmelden, wenn ihr auf hier klickt und hier unten seht ihr, wie viel Trophys ihr haben müsst, um überhaupt dort starten zu dürfen. Minimum, Maximum gibt es natürlich nicht, weil Maximum das wird dann, das machen dann die Sieger unter sich aus, aber ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, es gibt auch natürlich ein paar Preise und je mehr, je höher das Rathaus, desto mehr der Preis, hätte ich fast gesagt, desto mehr Gems gibt es. Weiter 800 Gems, 400 Gems, Champ Bucks, was ist das denn? Ein Champ Bucks Pro Base Pack. Achso, man bekommt noch so ein paar Base Packs mit dabei, sehr schön. Und auch nicht schlecht, you can redeem. Ah ja, okay. Und dann kann man das Ganze hier auch noch, ein schönes Pack hier, dann per Webseite anfordern. Ich glaube, ich habe so ein Ding auch schon mal verlost, meine ich. Aber ist schon ein bisschen länger her. Jetzt kann ich es halt nicht mehr machen. Aber wir wollen auch ein bisschen Clash of Clans machen. Ihr habt es gesehen. Sie haben Post. Sie haben Post. Ganz, ganz witzig. Lass mal eben erstmal hier leeren. Sie haben Post. Und zwar gibt es immer diese nette Briefchenfunktion hier. Ich weiß nicht, ob ihr die auch immer so toll nutzt, wie wir hier die jetzt mittlerweile nutzen. Also man muss sich einfach nur die Mühe machen, um gerade so ein paar Bases zu checken. Hier steht zum Beispiel an der Post dran, schafft vielleicht ein Rathaus 9. Okay, habe ich ein Rathaus 9 mit dabei? Ich glaube nicht, ne? Ne, ich habe kein Rathaus 9 mit dabei. Schafft vielleicht ein Rathaus 9, was steht hier dran? Schafft vielleicht ein 9, warte. Tap to Notes, was steht hier? Schafft vielleicht ein 9er. Schafft 9er. Gleiche Base wie 14. Okay, dann gucken wir mal uns die 14 an. Und wie der Hai das gemacht hat. Mal eben schauen. Okay, ich will eigentlich nur wissen, von welcher Seite er reingekommen ist. Okay, er kam von der Seite rein. Da können wir nämlich eigentlich auch so reingehen gleich. Müssen wir mal gucken. Perfekt ist natürlich Single. Single Infernos, aber aufpassen, kommt Clanbook raus, okay. Manchmal mache ich das tatsächlich, dass ich mir dann die Angriffe angucke gerade. Ich meine, ist ja sehr, sehr hilfreich, wenn da dran steht, hey, das ist die gleiche Base, kannst du die gleiche Truppe vielleicht nehmen. Mal sehen, ob die oder wie stark die Base ausgebaut ist. Diese hier war ja noch gar nicht so dicke ausgebaut hier. Aber ich denke mal, die andere Base ist ein bisschen dicker ausgebaut. Gucken wir mal. Scouten wir hier mal rein. Ja, das sieht man gleich. Das sieht man gleich an den Magertürmen und an den Kanönchen. Das sind nämlich jetzt schon richtige Kanonen hier. In der anderen Base waren es halt nur Kanönchen. Okay. Naja, gehen wir trotzdem rein. Ich habe zwei Sprung dabei. Könnte vielleicht ein bisschen viel sein, aber wenn die Karre gut läuft, dann macht die mir auf jeden Fall die Infernos mit. Defekt. Oh, er hatte natürlich Golems, ne? Ich habe jetzt nur Riesen hier. Okay. Er hatte nur die Golems. Ich habe hier nur die Riesen und habe hier ein paar Walküren, ein paar Mauerbrecher noch, ein paar Helden und ein, zwei Magier. So. Da kommt die Clanbook auch. Oh, die Clanburg geht. Die geht aber gerade mal ein bisschen doof, die Clanburg.
Ich würde sagen, wir springen da und da. Das müssen wir eben mal gucken. Oh. Den haben wir gerade nicht gut reingekriegt da. Na, die schaffen den Drachen aber, ne? Na, noch nicht ganz. Okay. Noch lebt Drache. Machen wir hier unten noch mal ein bisschen Wut zur Queen. Mut zur Lücke. Jetzt ist der Drachen endlich weg. So, wo ist der Dicke? Der ist da oben. Okay. Queen ist hier unten. Ist auch noch ganz gut dabei. Dann können wir hier schon mal den Magier schicken. Wo ist der Dicke? Da oben ist der Dicke. Okay. Ja, sollte aber passen. Mit den Hexen noch. Und die Queen geht hier noch durch die Mauer durch. Okay. Hat jetzt kein. Ich hatte gerade so ein bisschen Sorge, dass die Queen jetzt da unten irgendwie doch noch irgendwie Beschuss bekommt, weil die gerade Leben verliert. Keine Bombe. Hurra. Also keine Riesenbombe. Normalerweise hast du immer eine Riesenbombe, wenn du die Queen zündest. Das ist einfach Murphy hier in dem Spiel. Aber diesmal nicht. Und damit fällt jetzt auch die letzte Kanone. 3 Sterne. Also so kann man es machen. Sehr schön. Okay, ich habe auch toll nachtrainiert. Super, Toto. Hast du gut gemacht, aber es sind halt nicht überall Briefchen verteilt. Hier haben wir auch noch Briefchen. Gleiche Base wie die 6. Und dann gucken wir mal, wie Nachtschatten die 6 gemacht hat. Okay, Ringbase oder Rundbase, ne? Ja, so richtig rund ist die Base nicht, aber so ein bisschen ringmäßig ist sie. Entschuldigt bitte. Wieder am Start sehe ich gerade Toto. Ja, wenn Internet da ist, kann ich auch mal starten. Wenn Internet nicht da ist, kann man nicht starten. So einfach ist das. Das erklärt dann sicherlich einiges von gestern Abend. Und naja, aber was willst du machen? Schuld sind immer andere. Okay, Blimp hier mit Rathaus. Was ist es? Rathaus 11 auf Rathaus 11. Ich glaube, da habe ich noch gar keine Blimp gespielt. Ich glaube, da mache ich die Angriffe im Moment immer so ein bisschen anders. Aber naja. Wie findet ihr das mit der Briefpost? Ist das hilfreich oder ist das eher kontraproduktiv? Und na klar, sagt Nachtschatten natürlich gleiche BS, aber immerhin, ich meine, er schreibt jetzt nicht noch dran, die könnt ihr genauso machen, nehmt eine Blimp, nehmt einen Lalopat danach, sondern die kann man natürlich auch anders machen, wenn man möchte, aber auch die hier, ja, man sieht das mal wieder, die ist auch noch nicht ganz so doll ausgebaut, wenn ich jetzt so, da hinten ist noch ein Kanönchen, so nenne ich die immer, wenn die noch nicht so eine richtige Farbe haben wie hier, und gerade so, was so Minen und Sammler angeht, Leute, macht immer die Minen und Sammler hoch. Müsst ihr sowieso, sonst könnt ihr nicht leveln. Aber auch die Dinger hier solltet ihr immer leveln. Das hat den einfachen, feinen Hintergrund, dass ihr, je höher ihr die levelt, desto mehr Trefferpunkte haben die auch und desto länger brauchen natürlich angreifende Einheiten auch diese Sammler. Elixier-Sammler und Goldsammler zu zerstören. Und das kann dann schon mal Zeit kosten. Ja? Das ist einfach ein Zeitkostenfaktor. Nichts anderes und klar, wenn natürlich die ganzen Sachen noch in einer Verteidigung stehen, dann hast du natürlich auch ein Problem, weil wenn du da richtig dicke Sammler stehen hast, dann dann dauert es halt und dann muss ein, zwei Magier dafür nehmen, weil einer nicht mehr reicht. Okay, nach hier oben hin gibt es gar keine Briefe, doch hier gibt es einen Brief, könnte ich mit meinem Rathaus 12 auf 3 bringen. Schreibt Nachtschatten 4. Okay. Mit wem bin ich denn eigentlich hier am Start? Ich habe wieder ein bisschen zu viele Accounts hier, glaube ich, Leute. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele Accounts hier. Ich könnte natürlich auch erst noch mal mit Uschi machen, aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel. Ich springe mal eben auf einen anderen. So, mal sehen, ob wir hier auch Truppen haben. Ich denke mal schon. Oh ja, da haben wir einen schönen Hybrid. Und hier gibt es was zu sammeln. Sehr schön. Alles voll hier, okay. Da mache ich mir auch gar keine Gedanken mehr darum. Oh, die kann ich gar nicht alle am Stück machen. Ich würde die ganz gerne weiter leveln, weil 2 Tage dauern hier noch die Heiler. Dann habe ich hier so ein bisschen das Elex weg, weißt du? Gucken wir mal. Ja, ich glaube, so geht's ganz gut. Können wir hier nochmal. Oh, alles voll hier, Leute. Alles voll beim Toti. Nochmal 6 weg. Und dann können wir die eben mal machen.
dann habe ich die schon mal alle gleichfarbig, ne? Also Rathaus 10 Niveau. So muss man es ja sagen. Ist da immer noch Elex drin hier? Ne, jetzt nicht mehr, okay. Lass uns eben mal einen Wizard Tower X-Bogen. Was haben wir denn hier noch? Noch einen X-Bogen. Air Defenses müssen wir auch noch machen. Ach, man muss immer so viel ausbauen hier, ne? Und ich werde schon wieder leiser. Aber okay, wir haben hier einen lupenreinen Hybrid. Mit dem kann ich eigentlich immer angreifen. Irgendeine Base geht immer. Nur ich wechsle halt auch manchmal bei den Accounts hier eher wenig. Und hier stand nochmal gleiche Base wie. Und hier stand nichts dran. Okay. Unten ist alles noch mehr oder weniger zu. Dann können wir, glaube ich, erstmal den nehmen. Mal sehen, wie die Base aussieht. Okay. Aber beide Helden da hinten und ein Held hier unten. Clanburg kommt dort. Passt. Und ihr seht das auch hier wieder die Minen und Sammler. Also nicht die Minen und Sammler, sondern die Elixier und die Goldsammler. Wirklich nur wenig Trefferpunkte. Das sind 600 Hitpoints. Und wenn er die ein bisschen ausgebaut hat, dann sind das hier schon 720 Hitpoints. Ne? Wollte ich euch nur mal zu verstehen geben, dass da der Unterschied doch gravierend sein kann. Gerade die gehen ja viel, viel höher. Die gehen ja viel, viel höher. Das ist ja eine der Sachen, die auch schon bei Rathaus Level 5 so exorbitant hochgehen. Ne? So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt der King, aber ach Gottchen, 13er King. Ein 13er King, okay. Da rollt mein Mauerbrecher dahin und wenn ich ihn hier hinsetze, dann geht er nach da hinten. Okay. Ja, okay, wir kommen jetzt nicht ganz wir müssen doch an den Adler kommen und die Clanburg müssen mir eigentlich gleich auch entgegenkommen. Muss nur mal ein bisschen PS geben hier. Und hier dafür sorgen, dass die Luftabwehr weggeht. Hallo, schieß mal nicht mehr. Gut. Da kommt sie. Oh, ich verliere ganz schön viel Zeit, kann das sein, Leute? Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen sputen. Da unten ist ja mal eine richtige Dings. So, machen wir das da nochmal weg, damit wir die Queen so ein bisschen am Leben halten. Oxrus. Die Ox raus. Oh, da hinten ist auch ein Single Inferno, okay. Riesenbombe. Okay, die Heiler leben noch. Das ist nicht schlecht. Wir zünden mal einen King. Ich würde die Wardenzündung eher super, super spät nehmen. Und zwar jetzt. Ja, das wird eng, Leute. Das wird eng. Das wird eine ganz enge Kiste, denke ich mal. Aber die Hawks sind noch gut am Start. Oh, da noch wieder eine Bombe. Und die Miner sind in Heilung. Oh, ich habe so ein Glück. Die Miner sind in Heilung, aber ich glaube, das war trotzdem ein guter Hit, oder? Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Mein King ist noch da. Da außen ist Frau Pekka ist auch noch mit am Start, da in der Meute. Und wenn der Multifeld, der fällt auch von den Hawks, die aus der Clanburg kamen. Die kleine Kanone kann sich auch nicht mehr wehren. Jawohl. 37 Sekunden. Ich hatte erst gedacht, wird ein Timefail, aber ganz gut gemacht. Okay, dann haben wir es, würde ich sagen. Sehr schön, mal wieder ein bisschen geclasht hier. Zeitweise komme ich nicht wirklich zum Clashen. Das meiste halt abends in den Livestreams. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dabei seid, wenn ich natürlich welche mache und Internet habe. Das ist auf jeden Fall immer die Voraussetzung. Okay, ich kann hier nicht mehr nachbauen. Warum nicht? Weil ich keine Mauerbrecher mehr habe. Machen wir mal welche. Zack, zack, zack. Passt. Also, Briefchen haben wir mal geklärt. Sie haben Post. Finde ich ganz gut. Man muss da natürlich jemanden für haben, sag ich mal, der auch in der Lage ist, ich sag mal so Bases zu lesen. Einfach irgendwo was ranschreiben kann natürlich Leder. Ja, also einfach hier so ein Briefchen machen. Ne? Blub, blub. Das ist es dann nicht, ne? Ne, Blut. Blut habe ich geschrieben, okay. Blub. So. Das ist dann natürlich nicht. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, Leute, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns
sicherlich, hoffentlich in den kommenden Livestreams. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clashed.